So, hallo und auch willkommen zu einer neuen Folge von Arkamagedon. Und ja, letztes Mal haben wir ja tatsächlich einen neuen Freund gefunden, The Army. Und ja, die wollen uns jetzt auch gerade helfen in der Verteidigung unserer Base, da wir ja letztes Mal die Meldung bekommen haben, Askalter, dein Rex wurde getötet. Und ich habe jetzt auch dann, ja, am Ende der letzten Folge einen kleinen Cut gemacht, ne? Es geht jetzt quasi gerade direkt weiter am Ende der letzten Folge. Von daher bin ich jetzt gespannt, wer dort auf unserem Vulkan für Unruhe sorgt. Okay, heute ist es sehr neblig, ne? Ihr seht schon, man kann kaum was erkennen. Das ist auch ziemlich gefährlich dann quasi, wenn man jetzt sich auf den Berg zufliegt und nachher von den Pflanzen abgeschossen wird. Ich meine, ich habe noch nicht so viele, weil ich halt eben noch alleine baue, aber trotzdem haben wir hier auf dem Vulkan einige Pflanzen, die für Sicherheit sorgen. So, und so höher wir jetzt auch kommen, desto mehr sollte man jetzt auch erkennen. Huch. Ich weiß auch nicht, wie haben sie den Rex gekillt? Haben sie ihn vielleicht gesnipert? Haben sie ihn, wer weiß was, getan? Oh, wow, wow, okay, ja, die haben einfach eine Turret, okay, das ist der Tribe FBI, alles klar, die haben einfach eine Turret, die haben, okay, alles klar, sehr, sehr interessant, die haben auch tatsächlich, wenn man sich das jetzt mal anschaut, okay, es ist der Tribe FBI. Okay, Moment. Da ist er, MUF von FBI. Ja, die wollen mich tatsächlich, ich weiß nicht warum, was soll das, ne? Oh nein, nein, okay. Okay, es sieht gerade sehr schlecht aus. RG, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie bitte? Warte mal, war das? FBI ist, glaube ich, derjenige, der mich... Obwohl, ich weiß nicht. Der FBI, oder? Ja, die schießen hier jetzt gleich. Ihr seid eigentlich gut mit denen, aber warum haben sie denn hier jetzt eine Turret auf meinem Vulkan gestellt? Oh, da ist ein Mensch von FBI. Mensch, hallo? So, da würde ich auch sagen. Mensch, du hast 2 Sekunden. Was? Okay, alles klar. Krasser Hacker. So. Okay. Krass, FBI. Was haben die hier verloren, ne? Okay, Leute, ihr seht schon, ich wurde hier geradet. Ich glaube, einer von uns weiß auch, wo deren Base ist. Aber die sind eigentlich immer total korrekt zu uns gewesen. Ja, zu mir anscheinend nicht. ich gebe euch mal den Stuff. So, weil ich meine, ich brauche das jetzt hier nicht. So, wobei ich mal das behalte. Ich meine, diese Rüstung ist übelst krass, aber so die Pelzrüstung zum Beispiel, das, damit kann ich nichts anfangen. Die habe ich selber. So. Okay, ich meine, krass. Also der Mensch, der hat auf jeden Fall meinen Rex getötet. Und ich meine, die haben jetzt hier auch hier diesen Turret Tower, von daher... Die hauen ab. Ja, wir müssen da wirklich aufpassen. Es ist echt... Ich weiß nicht, warum werde ich hier geradet, ne? Es ist sehr interessant, Freunde. Es ist interessant. Ich habe keine Ahnung, was sie hier genau vorhaben, ne? Wir haben C4 dabei. Wir können die ausspringen, die Base da vorne. Oh, das wäre gut, das wäre gut. Aber da tust du deine Turrets ablenken. Das kann ich machen. Wenn einer sich zeigt, dann schießen ab. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich meine, die haben wahrscheinlich richtig viel Munition da drin. So, ich hätte ihn snipern sollen, wenn ich die Chance gehabt hätte. Aber er meinte ja, nein, nein, nicht snipern. Und das ist immer der Fehler. Man sollte sich nie von diesen Leuten einlullen lassen. Und wer ist das denn da? Das ist ein weiterer Spieler. Das ist tatsächlich, okay, wissen wir nicht. Werden wir auch nie in Erfahrung bringen. Okay. So. Ich meine, die haben einfach meinen Rex getötet. Der ist da unten jetzt, ne? Ist gestorben.
Komm, ich meine, wir machen denen auch leider nicht so viel Schaden, ne? Selbst wenn wir denen so einen Headshot geben, der wird nicht drauf gehen. So, 50 Schaden. Ich meine, wie viel Leben hat er? Oh! Okay. Das war gefährlich. Das war gefährlich. Wir müssen da aufpassen. Es ist nicht ohne. Genau, ne? Hier ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Okay. Die Turrets. Ich meine, das ist auch eine gute Idee. Da, als ich offline war, da quasi den Turret. Ich meine, den habe ich auch gesehen, den Tower. Aber ich dachte eigentlich, die wollen mich hier vielleicht beschützen oder so, ne? Aber so war das dann anscheinend nicht. Hast du vielleicht was zu essen, Askalter? Theoretisch ja, Moment. Obwohl, ich habe nur noch 2 Steak, aber doch trotzdem. Da unten wirkt was Schaden. Okay, ich meine, das ist ja echt, ich meine, warum raiden die mich oder warum wollen die mich hier angreifen, ne? Eine sehr gute Frage. Ich meine, ich habe denen eigentlich nichts getan. Ne, ich fand eigentlich den Namen ganz cool so, aber okay, so, wir werden jetzt erstmal den RG hier vernichten. Die haben auch 2 RGs hier, ne? Der eine ist vermutlich vom Mensch, der andere ist von eben, ja, dem anderen Spieler eben. Und wir werden jetzt aber erstmal die Rüstung von dem anziehen, weil die ja besser ist als unsere. Das gleiche auch hier mit den Schuhen. Ich meine, die haben eine richtig krasse Rüstung. Hier, schaut euch das an! Ne, also ich meine, das sieht nicht mal legit aus. Okay. So. Gut, ich weiß nicht, wie viel Munition die da haben werden. Guck, wer ist denn da? Aha. Aha. Wir müssen aufpassen, die uns nicht nachher noch irgendwie grabben oder so. Also ich will natürlich jetzt auch nicht unsere Freunde nachher noch anschießen. Okay, unsere Turret hat gerade jemanden gekillt. Level 80. Interessant. Oh. Ich würde gern wissen, wie viel Munition die da drin haben. Ich habe jetzt aber leider auch keine Turtle zum Tanken oder so. Hm. Okay. Wie viel Leben wird er wohl haben? Eine gute Frage. Ich meine, wir werden ihn wahrscheinlich totkriegen. Er wird wahrscheinlich 5000 Leben haben, aber auch nur 100 Schuss. Ja, den werden wir nicht totkriegen, Freunde. Aber trotzdem, wir werden jetzt so lange Schaden machen, bis er dann irgendwann mal abhaut. Ja, die wollen uns einfach nur hier zu den Turrets locken, machen, oder? Ja, denn Archie jetzt so versteckt. Ihr müsst jetzt noch mal ein bisschen... Aha. Ich habe jetzt leider nicht geheadshottet. Okay, Don ist gestorben. Wenn das der Don ist, der ich denke, dass das ist, dann wundert es mich, dass er jetzt gerade hier ist. Ja, ist ja, er hat nämlich tatsächlich mal einen Don im Tribe, der eigentlich sehr nett war und uns nicht geradet hat. Okay. Aha, okay, da war gerade jemand. So. Okay. Wie gesagt, das wird jetzt wahrscheinlich auch eine längere Folge. Oh, guck mal, hier sieht schon, da werden sie jetzt gerade verfolgt. Das sind aber, glaube ich, unsere Kumpels hier. Das sind, genau. Das sind Freunde. Was sieht jetzt hier aus? Okay, Leute, das ist echt. Obwohl nicht, hier sind. Moment, sind das Freunde? Nein. Okay, da ist Army und FBI. Okay, die battlen sich da gerade. Okay, wer ist Army und wer ist FBI, ist jetzt die Frage. Wir müssen halt wirklich aufpassen, wir auch nicht nachher den Falschen killen. Das ist das Problem, dass es halt auch ein, ja, dadurch, dass man Offline Raid Protection hat, auch leider keine Allianzen möglich sind. Ne, ansonsten hätten wir da jetzt schon, genau, auch das, das ist jetzt, glaube ich, unser Freund. Ja, okay. So, und da ist unser Feind. Ja, und da könnt ihr auch tatsächlich meinen Rex sehen, ne? Und die snipern einfach weiter, die machen... Ist nun die Frage, von wo, ne? Von wo schießen die meinen Rex ab? Ich meine, mein Rex, der kriegt übelst viel Schaden gerade. Aber von wo ist die Frage, ne? Ich meine, ich kann das gerade nicht erkennen, von wo die den jetzt... Ich meine, was soll das, ne? Was soll das? Was habe ich denn getan, ne? Okay, ich muss zu meinen Rex. Ich muss meinen Rex irgendwie schützen. Okay, das ist nicht mein RG. Wo ist denn mein RG überhaupt? Dem jetzt... Ah, nein. Als... Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, er ist weg. Bam! So, wir haben ihn getötet. Wunderbar. Okay, die Turrets sind, glaube ich, leer. Du kannst losgehen.
Ich bin mir nicht sicher, aber okay. Versuch mal dein Glück. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es funktioniert. Obwohl, ist das ein Fall? Aber okay, die Pflanzen, das ist jetzt okay. Das ist ein Problem. Die Pflanzen, die machen auch ziemlich viel Damage. Mist. Okay, aber zumindest sind die Turrets weg. Das ist schon mal ein Vorteil. Und, ach man, die killen einfach gerade meinen Rex. Ich weiß noch nicht, von wo die schießen. Du weißt nicht zufällig, wo mein Archie gerade rumhängt, oder? Die Pflanzen kann man tanken, das stimmt. Wenn ich da jetzt doch nur irgendwo meinen Archie hätte. Das ist jetzt... Okay, Army, sehr gut. Der Julian. So, wir claimen jetzt einfach den Totus Bomber. Ganz einfach, um unseren Archie hier zu finden, falls er noch irgendwo ist. Weil ich meine, den ist vermutlich... Der war noch auf Passiv, glaube ich. Ne? Und wir haben auf jeden Fall die Turrets schon mal. Ne, ich habe den Menschen noch mal gesniped. Das war auf jeden Fall ein guter Zug. Aber, ne, was halt das Problem ist, die sind hier halt jetzt noch irgendwo. Ne? Ich meine, die snipern hier noch auf meinen Rex ein. Ich meine, ja, der eine Rex hatte halt ziemlich viel Melee-Damage. Der andere war halt... Oh nein, oh nein, oh nein. Wir wurden getroffen. Das ist jetzt ganz schlecht. Ihr solltet auch vielleicht mal die Rüstung anziehen. Der ist jetzt halt aber ausgezogen. So, da seht ihr ihn. Ne? Unser Rex, Level 188, der hat, glaube ich, noch... relativ gut leben, ne? Wobei, der hat auch nur noch Half-Life. Ne, der andere ist schon tot. Aber unser Tank quasi, der ist noch am Leben. Ist die Frage, von wo die jetzt hier schießen? Ich meine, die haben nur einen Turret Tower, ich bin mir da ziemlich sicher. Aber die werden irgendwo wahrscheinlich noch hier rumstehen und snipern. Guck mal, hier haben wir genau einen... Oder haben die hier mein Beet kaputt gemacht? Ja, die haben einfach mein Beet kaputt gemacht. Die machen meine Beete kaputt. Schau euch das an. Ne? Oh, und da haben wir einen Archie. Oh ne, das ist der Julian, glaube ich. Okay, wo ist jetzt der... Okay, da ist deren kleine Base. Wo? Von wo snipern die denn, ist die Frage, ne? Ich meine, die sind hier irgendwo. Irgendwo einer muss da noch sein. Es sei denn, die haben den zur Strecke gebracht, weil das hätte ich dann... Würde ich ja im Chat nicht angezeigt bekommen. Okay, die zerstören auf jeden Fall meine Pflanzen. Soweit kann ich das schon sagen. Und oho. Wen haben wir denn hier? So, wollen wir nochmal schauen... Von FBI. Das ist ja aber mal sehr interessant. So. Und mal gucken, ob der denn... Okay. Interessant. Ja. Was hat der gesagt? Oh nein, es ist das kein... Oh! Nein! Mist. Okay, ganz schlecht. Okay. Leute, das war eine Falle. Okay. Okay, erzählt mir, warum ihr mich raidet. Oder raiden wolltet. Hey, warte mal, ihr seid nicht FBI, ne? Nein. Hey, warte mal. Wir sind, ja? Seid ihr Freunde von FBI? Achso, ihr raidet gleich FBI. Genau. Aber der... Okay. Warte mal, und FBI hat mich nicht geraidet? Doch, die haben das gemacht, aber die haben nichts hinbekommen. Achso, und deswegen seid ihr jetzt hier. Genau. Weil und der Junge, der vorhin geschrien hat, Askal, das da, ist der von FBI oder ist der von euch? Nee, der ist nicht von uns. Der ist von FBI. Okay, Leute, ich höre Leute... Leute, was ist denn da los? Was ist denn da los? Alles als ob. Und okay, Leute. Das war's. Ich bin K.O. Ich werde jetzt hier gerade geradet von zwei Tribes und ich denke mal, das war's dann auch. Ne, ich meine, ne, zwei Tribes gegen einen ist natürlich übelst fair. Aber so ist das Leben halt manchmal, Leute, okay. Aber das war's dann auch mit dieser Folge. Ich denke mal, ich kann jetzt auch nicht mehr wirklich was machen, weil ich meine, egal was ich jetzt mache, ich glaube, das Beste, was ich einfach jetzt machen kann, ist einfach offline gehen, warten, dass die Offline-Protection greift. Ne? Und dann, ja, hoffen einfach, dass meine Base dann morgen noch steht. Aber gut, Freunde, ne, ihr habt schon gemerkt, es gibt halt sehr, sehr viele fiese Spieler auf dem Server. Ne? Und man selber möchte einfach nur helfen. Ne? Und ich meine, wir haben ja quasi den hilflosen Assassinen geholfen. Was sich dann als, ja, ich meine, als Fehler herausgepuppt hat. Wir haben aber dann die Army kennengelernt, ein sehr netter Tribe.
Ne, haben dann gegen FBI gefightet, eine ziemlich krasse Rüstung bekommen, aber wurden jetzt getötet leider. Ist natürlich jetzt schade, Freunde. Und wir werden jetzt gerade jetzt hier aktiv geraidet. Was natürlich jetzt nicht so cool ist, ne? Ihr seht schon hier. Ne, hier haben wir jetzt für RSF. Und dann haben wir jetzt hier noch, genau, unseren RJ getötet worden ist. Ich bin gegen das Kalt, ich bin gegen ihn. Genau, da haben wir jetzt wieder denselben. Ne? So. Oh Leute, ist das witzig. Also seht schon, das sind sehr, sehr interessante Spieler, um das mal nett auszudrücken. Als ob die mich jetzt... Okay, warte, wer hat mich jetzt betäubt? War das für RSF oder war das... Welcher Tribe ist das jetzt? Der hier Hurensohn sagt, es Polizei. Ich bin von... Ja, hier ist so ein Polizei. Okay. Alter, nimm mir die Handschellen ab, komm. Du bist auch gefangen, ne? Ja, genau, der ist ja auch gefangen. Achso, den habt ihr gefangen? Ja. Okay, Leute, okay, alles klar, Oh, das ist aber echt nett. Vielen Dank. Kein Problem. Also seht schon, was ist das denn für eine... Was für eine Folge, ne? Seht schon, wir haben jetzt hier tatsächlich für Ehre ein sehr, sehr böser Tribe. Dann haben wir FBI, ein sehr feindlicher Tribe. Wir haben die Army, was ein sehr netter Tribe ist. Und wir haben jetzt hier den Tribe von dem Jungen, der auch gefangen genommen worden ist. Ihr seht schon, unsere Base war halt nicht ganz sicher. Wir werden jetzt vermutlich geraidet werden. Das Einzige, was ich jetzt halt eben noch machen kann, ist, glaube ich, wie gesagt, ausloggen, warten auf die Offline-Raid-Protection. Und ja, ist natürlich schade, aber ich meine, so ist halt das Leben. Wir müssen halt jetzt noch das Schlimmste verhindern. Und wir brauchen definitiv jetzt Tribe-Mates. Ansonsten haben wir verloren. Nee, ich möchte jetzt nicht sehen, wie unsere Base noch zerstört wird. Von daher, ja, war es auch tatsächlich wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, wie ich hätte handeln sollen, was ich bei der Base noch verbessern müsste. Auf jeden Fall Tribe-Mates brauchen wir, ne, das ist klar. Ne, ansonsten würden wir das Ganze hier verlieren. Aber gut, das war's dann. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.